Hallo, heute ein kleines Experiment zu Farb- und Absorptionseigenschaften mit der Multi-LED. Weißes Licht kann man sich zusammengesetzt vorstellen aus blauem, grünem und rotem Licht. Wer das nicht glaubt, sieht es hier, so eine LED, die zusammengesetzt ist aus einer blauen, grünen und einer roten LED. Und wenn alle LEDs gleichzeitig leuchten, entsteht dieser weiße Eindruck. Jetzt, wenn man das sich mal genauer anschaut, hat blaues Licht eher kurze Wellenlängen zwischen 400 und 500 Nanometer, also fast einen halben Mikrometer. Dann grünes Licht zwischen 500 und 600 Nanometer und rotes Licht 600 bis 700 Nanometer. So, jetzt ist zum Beispiel, kann man sich das angucken, was passiert, wenn biologische Stoffe mit Licht wechselwirken. Das ist hier ein Beispiel eines Spektrums von Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff, der schluckt jetzt vor allen Dingen blaues Licht und grünes Licht und das rote Licht hier lässt er ungehindert durch. Also hier würde der rote Bereich erst anfangen. Das kann man auch überprüfen, indem man die LED auf einen Daumennagel scheinen lässt. Außer dem roten Licht kommt kaum ein anderes Licht durch. Das liegt daran, dass eben direkt unter dem Daumennagel hier sehr viele Blutgefäße mit Hämoglobin vorbeiführen. Das blaue Licht und das grüne Licht werden verschluckt und nur das rote Licht kommt durch. Wie sieht das aus bei Pflanzen? Pflanzen enthalten sehr viel Chlorophyll und Chlorophyll schluckt vor allen Dingen das blaue Licht und das rote Licht und lässt jetzt das grüne Licht durch. Also hier haben wir einen Bereich 450 bis 700 und das grüne Licht kommt durch. Und wir können uns mal angucken, was passiert, wenn man mit der LED unter die Pflanze leuchtet. Es kommt nur das grüne Licht durch. Das blaue Licht und das rote Licht wird von der Pflanze für die Photosynthese benötigt. So, wie sieht es aus bei der blauen Getränkekiste? Das ist gute Frage. Auch hier können wir auf die blaue Getränkekiste rotes, grünes und blaues Licht leuchten. Richtig, durchkommt hier nur das blaue Licht. Vielen Dank.